Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Und aus Borussia Dortmund endlich wieder mal deutscher Meister. Matthias Sammer, selten hat einer Fußball so gelebt wie er. Das Selbstbewusstsein und der Wille, Titel zu gewinnen, hat den Ursprung ganz eindeutig bei Dynamo Dresden. Rund um den Vereinsgeburtstag am 12. April findet nun bereits zum vierten Mal der Dresdner Traditionstag statt. In diesem Jahr ist das 30-jährige Jubiläum zum letzten Doublesieg der SG Dynamo Dresden der Themenschwerpunkt. Einer, der auch 1990 bei den letzten großen Titelgewinnen der SGD dabei war, ist unser heutiger Gesprächsgast Matthias Sammer. Wir wollen mit Ihnen unter anderem über Ihre Zeit im Dynamo-Trikot sprechen, über Ihr Image vom Charakterkopf und Querdenker im deutschen Profifußball. Außerdem interessiert uns Ihr Verhältnis zu Ihrer Geburtsstadt und zu Ihrem Heimatverein. Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Exklusivinterview, Matthias Sammer. Wir sind sehr stolz, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen und steigen direkt ein mit einer Frage, die ein bisschen persönlichen Charakter hat. Was hat es Ihnen als Kind bedeutet, als Sie das Dynamo-Trikot tragen durften? Also, erst einmal auch von meiner Seite aus, ich freue mich für den Club natürlich auch hier Rede und Antwort zu stehen, in dem ich groß geworden bin und dementsprechend, ich freue mich auch. Was bedeutet das? Da muss man natürlich auch ein bisschen unsere Geschichte kennen. Mein Vater hat ja auch bei diesem Club gespielt und meine Mama nahm mich dann schon, glaube ich, im Kinderwagen und als Kleinstkind mit und oben auf der sogenannten Terrasse, die ja die Alteingesessenen noch kennen, konnte ich mir dann schon die ersten Spiele anschauen und damit entsteht natürlich eine Bindung. Plus der Tatsache, dass ich mit 5 Jahren, da gab es noch gar keine Mannschaft, von meinem Vater dann mitgenommen wurde in eine Mannschaft, die ich glaube 2 oder 3 Jahre älter war, das weiß ich heute nicht mehr so genau, und dort meine ersten Schritte getätigt habe. Und natürlich entsteht in der Verbindung zu diesem Trikot dann eine Nähe, die einen stolz und auch glücklich macht und als kleiner Junge in der Begeisterung sowieso. Tauchen wir zusammen ein in eine kleine Zeitreise zurück in den Sommer 1990. Ein ganzes Volk erlebt den maximal denkbaren Umbruch. Von heute auf morgen ist nichts mehr so, wie es einmal war. Ost und West wächst zusammen in diesen Monaten zu einem gemeinsamen Land. Und Sie sind als 22-Jähriger mittendrin. Als hochbegabter Fußballer, als Ausnahmetalent, was Sie damals schon waren, steht Ihnen plötzlich die ganze Welt offen. Welche Erinnerungen verbinden Sie ganz allgemein mit diesen Monaten, mit diesen Wochen 1990 im Sommer? Ja, eine schnelllebige Zeit, eine Geschwindigkeit. Wenn man sich vorstellt, wie man aufgewachsen ist. Und man muss natürlich auch noch mal ein bisschen zurückblicken für die, die das natürlich gelebt und beurteilt haben im Verhältnis zu denen, die es nicht gelebt haben und eigentlich nicht beurteilen können, aber heutzutage sich die Meinung bilden, dass wir in einem System groß geworden sind in der Verbindung, dass man seinen persönlich privaten Weg gehen konnte mit meinen Eltern, das Elternhaus, sehr familiär, sehr starke Bindungen, auch erst normale Schule, dann später Kinder- und Jugendsportschule. Plus Verein war natürlich etwas sehr stark Strukturiertes, aber auch sehr prägend Emotionales. Und die wunderbaren Bestandteile dieser Entwicklung, nämlich die Balance zwischen schulischen Anforderungen, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, perfekt organisiert eigentlich, dann später durch die Sportschule, nehme ich in der Denkweise, wer Sport treiben möchte, muss da auch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen. Und dementsprechend war das beides fantastisch machbar. Die Prägung natürlich auch des Sportlichen, der Trainer Dynamo Dresden, ein großer familiärer Verein, in dem man ja alles von kleinst bis zu dieser Zeit mitbekommen hat, erlebt natürlich eine
starke, starke emotionale Wurzel. Und der dann auch immer wieder aufkommenden Wunsch, ja, jetzt ist man Anfang 20, spielen wir jetzt die ganze Zeit hier, es ist schön, aber es gibt noch mehr und ist es dann irgendwann mal möglich, vielleicht irgendwo anders zu spielen, war natürlich immer Gesprächsthema auch unter uns. Aber gleichzeitig sind wir natürlich ein bisschen eingeholt worden von dieser Wendezeit, was ja dann in einer rasenden Geschwindigkeit vonstatten ging, immer im Verhältnis zu dem, dass man wusste, okay, da bewegt sich was. Gleichzeitig aber mit der eigenen Denkweise stark geprägt. Und wenn ich das Prägen auch häufiger sage, dann ist das einfach eine tiefe Verwurzelung. Um gleichzeitig eine Veränderung, die schön und gut im Leben ist, aber zwangsläufig A, mit dem Wechsel und mit der Öffnung, aber natürlich die Tradition und Geschichte ja nicht mehr hat, leben oder weiterleben lassen. Die DDR in dem klassischen Sinne gab es nicht mehr. Die Veränderungen waren rasant und es war kein sanfter Übergang, sondern schön und richtig und wichtig, aber ein Übergang mit der Keule. Und da brauchen Sie lange Zeit, um das auch alles dann zu verarbeiten. Es geht in einer rasenden Geschwindigkeit und es war schön, aber letztendlich auch ein bisschen melancholisch und manches auch ein bisschen traurig, dass man das so nicht mehr erleben konnte. Sie haben es angesprochen, mitten im Herzen Europas fand eine friedliche Revolution statt, was einmaligen Charakter in dieser Welt hat, bedeutet aber auch, was Sie gerade angedeutet haben, eine komplett neue Lebenswirklichkeit für 20 Millionen Menschen in diesem Land. Mit welchen Gefühlen haben Sie in diesem Sommer 1990 Ihre Koffer in Ihrer Wohnung in der Prager Straße gepackt, als Sie sich auf dem Weg nach Stuttgart gemacht haben? Hatten Sie auch ein bisschen Respekt und Angst davor, in diese neue Welt einzutreten? Selbstverständlich. Und die Wohnung in der Prager Straße, aber gleichzeitig auch mein Kinderzimmer noch zu Hause in der Wallstraße, das waren immer noch starke Bezugspunkte und Anlaufpunkte für mich. Und ich kann mich an diese Zeit wirklich gut erinnern, weil sie geprägt war natürlich von Vorfreude und der Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen. Es war ja eine freiwillige Entscheidung, dann zum VfB Stuttgart zu gehen. Aber gleichzeitig natürlich auch Respekt, natürlich auch gewisse Ängste, was kommt auf mich zu. All das, was ich in dieser kleinen Oase Dresden, Wallstraße, und zum Stadion war es nicht weit, zur Sportschule war es nicht weit, das waren ja meine Wege und auch ein Stück weit das Nest. Und du spürst innerlich ganz eindeutig, es verändert sich was. Sie können das in der Phase auch gar nicht richtig immer beschreiben, was das mit einem macht. Und dementsprechend kann man für sich selber vielleicht das Fazit ziehen, ein Wechselbad der Gefühle zwischen natürlich dem Fußball und dem, auch die Bundesliga, davon hat man geträumt. Aber gleichzeitig war einem total bewusst, dem Verlust wichtiger Elemente dieser Stadt. Der Themenschwerpunkt des vierten Traditionstages ist das letzte Double, der letzte große Erfolg der Vereinsgeschichte. Sie waren in der Saison 1989-90 längst Stammspieler. Sie haben 15 Tore erzielt in 28 Pflichtspielen, die Sie gemacht haben. Manche sagen, es war Ihre beste Zeit im Trikot von Dynamo Dresden, Ihre beste Saison im Trikot von Dynamo Dresden, so müsste man es viel besser sagen. Was verbinden Sie mit der letzten Spielzeit, außer den Abschied aus Dresden? Aber es ist ja normal. Ich meine, wenn man Anfang 20 ist, ich habe dann, wenn man ein bisschen ausholt, die ersten Spiele bei meinem Vater noch gemacht mit 17, bin dann 18 geworden und habe natürlich speziell zu diesem letzten Jahr und auch in der Entwicklung dahingehend ganz gute Erinnerungen, weil es in dem klassischen Sinne
dann auch Begleiterscheinungen gibt, die mich auch getroffen haben. Also nach oben geschossen, schnell, dann Nationalspieler geworden, U18 Europameister, das war ja alles unglaublich mit der DDR. Und dann aber tritt irgendwann die Normalität ein, dann hatte ich zwei Muskelverletzungen, die leider hausgemacht waren, weil sich das angedeutet hatte, und dann nochmal eine Rehverletzung, also die, wo das erste nicht ganz ausgeheilt war. Und da habe ich dann auch mit um die 20 eine Zeit lang gebraucht, um wieder meinen Rhythmus zu finden. Alle die, die sich sprechen konnten, die in der damaligen Zeit trainiert haben, haben gesagt, da war die Bundesliga im Training direkt eine Kur, also der Erholung. Und das war natürlich prägend von der Zeit schon im Nachwuchsbereich. Es wurde sehr stark, intensiv gearbeitet und zwangsläufig, wenn du dann als junger Spieler auch ein bisschen deinen Rhythmus verlierst, bist du in der Woche über noch mit den Trainingsbelastungen, kommst du noch einigermaßen aus, aber du schaffst es nicht, das dann wieder zu überstehen, ins Wochenende reinzubringen zu den Spielen. Und mir fehlte dann ein gutes halbes Jahr wirklich die Überlegung, was daran schuld sein könnte, dass es einfach nicht so gut lief. Das war so um 20. Und wenn man heute aber den Leistungssport versteht, Belastung, Belastungssteuerung, junge Spieler, weiß man, dass mich das damals getroffen hat, wie wirklich ein Bumerang, wie Woche gut trainiert, am Wochenende tot. Und das ging so eine Zeit lang. Und dann zweifelst du natürlich auch mal ein bisschen. Und wie Sie es gerade beschrieben haben, dann kam so die Zeit, wo du das selber gespürt hast, und dann gehst du raus aus diesem Loch und wirst dann entweder irgendwo ein alltäglicher Spieler, mal auf und mal ab. Aber ich hatte das Glück, damals dann auch körperlich, das war immer so ein bisschen ein Problem, die Ausdauer, Leistungsfähigkeit, alles andere war okay. Und dass ich wusste, dass ich daran arbeiten muss, das hat man selber gespürt bis zuletzt. Und deshalb, es war dann eigentlich auch zum ideal sportlichen Zeitpunkt, als die Wende kam für mich. Also sportlich wieder stabilisiert, eigentlich durchgestartet wieder, dass dann der nächste Schritt kommen konnte. Das war eigentlich, wenn man so will, wie in einem Buch, wo du dir wünschst, wann das kommen kann, auch im Nachhinein dann niedergeschrieben. Eine große Karriere im Fußball wird immer auch nach Titeln abgerechnet. Sie haben nicht nur gefühlt, sondern sie haben tatsächlich alles gewonnen, sind deutscher Meister geworden, DFB-Pokalsieger, Champions League-Sieger, Europameister, haben viele Individualtitel auch gewonnen, sind der einzige Fußballer mit DDR-Wurzeln, der Europas Fußballer des Jahres geworden sind. Welchen Stellenwert haben die DDR-Meisterschaft und der FDGB-Pokal für Sie? Also, wenn ich heute gefragt werde oder wenn wir heute darüber diskutieren, und natürlich bin ich jetzt auch in einem Alter, wo man so ein bisschen aus den Erfahrungen berichtet, nicht nur aus der Vergangenheit, aber letztendlich, ich glaube, es gibt keine gute Gegenwart und keine gute Zukunft mit schlechten Lehren aus der Vergangenheit. Also die sind wichtig, aber ich mag es dann trotzdem nicht, wenn man nur darüber spricht, weißt du noch, wir früher und da, es war alles besser. Und wie auch immer, wenn wir heute über unsere Jugend reden, ist es ja gemeinsam genauso, dass wir vergessen haben, dass die Alten früher uns ja auch schon immer da belehrt haben, dass wir alles falsch machen. Also es liegt einfach an der Situation des Jüngeren und des Älteren. Es war für mich letztendlich mit der U18-Europameisterschaft und zwei DDR-Meisterschaften, Pokalsieg, aber auch im Jugendbereich DDR-Meisterschaften zu erringen. Deshalb so wichtig, weil es implementiert etwas in dir, was man auch mit Worten nicht immer beschreiben kann. Man kann das selber fühlen, was man am Ende auch immer wieder erreichen möchte, auch im Zuge der ganzen Karriere, natürlich von Ehrgeiz geprägt. Aber es gibt so einen schönen Leitsatz. Wenn Siegen zur Lebensweise wird, also ein Lebensgefühl daraus entsteht, werden die wahren Sieger gnadenlos. Jetzt müssen Sie natürlich verstehen, wenn das manche Menschen hören,
dann denken die, oh Gott, das ist ja, das klingt ja auch nicht gut und das klingt ja sehr anstrengend und sehr, nein, es muss auch alles Freude machen und es muss auch alles Spaß machen. Dann versteht man natürlich auch die Champions, unabhängig in anderen Sportarten, Basketball oder auch im Tennis. Es gibt große Sportler, die diesen Leitsatz intus tragen und wenn sie dann antreten, einfach gewinnen wollen. Und meine Grundlagen, die wir gerade besprochen haben, dann auch mit der Möglichkeit des Wechsels in die Bundesliga und dann die gemeinsame Nationalmannschaft und über die Karriere hinaus, haben eindeutig die Prägung, dass ich immer schon das Gefühl hatte, ehrgeizig zu sein. Aber es braucht natürlich dann Richtlinien und Menschen um dich herum, die dich dann auch ein bisschen mehr einnorden, wenn du mal glaubst, irgendwo da auszuflippen. Das sind wichtige Bestandteile, die man in sich trägt, um sie dann auch anwenden zu können. Aber das Selbstbewusstsein und der Wille, Titel zu gewinnen, hat den Ursprung ganz eindeutig bei Dynamo Dresden und diesen ersten großen Errungenschaft, möchte ich sagen.